Remo, suchen Hilfe. Suchen Hilfe. Wie ihr seht, geht es jetzt los. Wie gesagt, für Remo ganz was Neues. Remo 2, seid ihr unterwegs? Ja, sind wir. Ich drehe gerade ein Video, okay? Wie ihr seht, hat im Moment sich Pferde komplett verloren. Aber der Wind steht sehr günstig. Remo ist das komplett neu. Er hat noch nie eine Fährte gesucht zwischen Häuser, zwischen Geschäft. Hier sind sehr viele Gerüche, wie ihr sehen könnt. Was ich jetzt gemacht habe, darf man nicht machen. Eingreifen. Aber Remo ist total von den ganzen Gerüchen verunsichert. Hey! Es ist sehr interessant zu beobachten, wie Remo an und die Straßenseite wechselt. Weil hier tausende von Gerüchen sind. Hier sind den ganzen Tag viele Menschen gewesen gestern. Viele Hunde. Viele Gerüche. Und viele Menschen. Und jetzt soll er die Versteckperson dort rausfiltern. Such Remo. Such und Hilf. Such und Hilf. Suchen Hilf! Suchen Hilf! Suchen Hilf! Mein Experiment geht komplett auf. Man weiß gar nicht, was los ist. Er muss selbst jetzt gleich entscheiden, wo die Straße gleich zu Ende ist. Geht er nach rechts, geht er nach links. Suchen Hilf! Suchen Hilf! Suchen Hilf! Suchen Hilf! Er muss gleich selber entscheiden, wo jetzt dieser Weg gleich zu Ende ist. Muss entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, gehe ich gerade vielleicht auf die Wiese, drehe ich wieder um. Ich mache jetzt nichts. Such! Suchen Hilf! Suchen Hilf! Such! Such! Ich habe nichts gemacht, ich habe den Hund einfach entscheiden lassen, wen man will nach rechts. Wenn man such! Such! Remo, such! Das ist, was jetzt eigentlich nicht passieren darf, dass der Hund zu lange von Gerüchen abgelenkt ist. Aber er kommt wieder raus aus dem Geruch. Such und Hilf, jetzt hat er wieder eine Spur. Such und Hilf! Such und Hilf! Such und Hilf! Wie ihr seht, hat Remo die Nase jetzt komplett auf den Boden gehabt. Das heißt, er hat eine Fährte hier ganz streng verfolgt. Jetzt hat er wieder einen Rechnungswechsel gemacht. Er ist sich jetzt ganz sicher, dass er die Fährte hat. Jetzt dreht er mal um. Such und Hilf. Such und Hilf. Such und Hilf. So, ne, jawoll, und da, fein. Wie ihr seht, hat er den Hund gefunden.
mit vielen Schwierigkeiten verbunden, aber fein. Damit verabschieden wir beide uns wieder, Yvonne und Hermann, natürlich Remo. Und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder begleitet bei der Ausbildung von Remo zum Mantrailing-Hund. Dankeschön. Und schöne Pfingsten noch.